eine Sperre mit dran, dass die auch ja nicht durchlaufen. Eine weitere Straße. Dann die Weizenfelder an sich. Und der Bewässerungsgraben, der sich nochmal erstreckt. Hervorragend. Gut, dann haben wir jetzt drei Nahrungsmittelarten. Das reicht für eine Weile. Wir haben noch sehr viele Arbeitslose, können jetzt unser erstes vorbauen. Dann kommen die Kavalleristen und beschützen uns. Könnten wir hier unten mit hinstellen. Wir haben zwar keine Verbindung dorthin, aber das ist egal. Kommt später. Oder hier stellen wir irgendwas anderes hin. Nee, hier werden ja sowieso die Holzfäller sein. Das ist schon völlig okay. So, eine Verbindung. Guti. Geschafft. Die Leute sind alle wieder da. Es ist alles gut. Wir haben noch 10 Arbeitslose. Alles ist perfekt. Und wir kümmern uns jetzt um Nahrung, dass die Leute endlich was zu essen bekommen. Im nächsten Jahr wird ja relativ früh dann auch der Weizen angepflanzt. Geht schon los. Ich sehe schon. Brauchen noch weitere Hanffarmen. Eine dürfte reichen, obwohl 2 wäre nicht schlecht. Warte mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Straßen mit dazu. Auch die Straße noch. Und Hanffelder mit rein. Dann der Bewässerungsgraben. Der leer ist, sehe ich gerade. Zugang zu Arbeitskräften fehlt. Oh, okay, warte. Brücke. Brücke. Baum abreißen. Straße setzen. Verdammt. Ach, jetzt auf einmal geht's. Leck mir doch die Füße. Na gut. Fangen Sie eben ein bisschen später an. Völlig okay. Ich habe mich nämlich gerade gewundert, so beim Setzen des Bewässerungsgraben, irgendwas stimmt doch nicht. Hanf fällt mit dazu. Bewässerungsgraben setzen. So, und dann haben wir erstmal genügend Hanffelder, um auch Papierwald produzieren zu können. Perfekt. Wir haben noch 33 Arbeiter nötig. Das heißt, wir könnten im Prinzip schon mal das Essen verteilen. Das werden wir aber erst tun, wenn das Ganze hier ein bisschen mehr floriert. Wir speichern an dieser Stelle unter LP06, dass alles soweit klappt. Und bauen unsere Nahrungsmittelläden mit hin. So, ihr werdet aber bitte erst appetitanregende Nahrung mit reinbringen. Der Hanfladen wird dann auch gleich Hanf verteilen. Geschwindigkeit erhöhen auf 100%. Gleich müsste Weizen erscheinen. Und der wird auch noch hervorragend abgebaut. Wir werden sehr, sehr viel Weizen bekommen. Und die Leute bekommen das erste Mal Essen. Geschwindigkeit wieder runterdrehen. Dann die Gärten setzen. 1000 Personen bewohnen bereits unsere Stadt. Wunderbar. Und jetzt müssen wir uns auch schon um den Handel kümmern. Stellen auch schon mal ein paar Musiker mit hin. Und Akrobaten, die sich wieder nirgendwo hinstellen lassen wollen. Das ist so klar. Na gut. Das steht schon mal soweit. Wir haben noch ein paar Arbeitslose, die wir nutzen können, Gott sei Dank.
Weitere Dinge wurden abgeerntet, sodass die Mühle jetzt voll wird. Das heißt, hier unten können wir ebenfalls für Arbeitskräfte sorgen. Aber wir fangen jetzt erst einmal an, alles weitere abzubauen. Brauchen dementsprechend eine Verbindung zum Holz hier drüben. Das müssen wir hier drüben abbauen. Viel Holz gibt es hier nicht. Also eine Sperre hier mit hin. Achso, und wir haben noch keine Verbindung zu den Waffen hier drüben. Warte. So, jetzt sieht er los. Okay, dann haben wir die Sperre hier. Bauen noch eine Sperre da. Frohes neues Jahr, wir feiern. Und wir bekommen etwas Schönes, besseren Produktionsertrag, nehme ich gerne. Dann brauchen wir unseren Inspektorenturm. Und unsere Holzfäller. Drei Stück dürften fürs Erste reichen, um die Leute zumindest mit Holz zu versorgen, die es brauchen. Das wären dann hier drüben unsere Stahlproduzenten. Wobei ich dich nochmal abreißen würde. Und setz dich woanders hin, hier vorne. Setz ich lieber noch zwei Sperren. Straße mit rüberziehen. Dann können die nämlich hier lang gehen. Und hier unsere Stahlproduzenten versorgen. So, Stahl. 1, 2, 3. Gut. Stahl kommt. Wir haben jetzt jede Menge Arbeitslose damit bekämpft. Immer mehr Leute ziehen in die Stadt. Es ist auch noch ganz viel Platz hier für euch. Kommt alle her. Jo, hervorragend. Noch sehr viel Platz, noch sehr viele Arbeitslose kommen und wir werden auch bald dann die anderen damit versorgen, dass sie Nahrung bekommen und Hanf. Wir fangen jetzt auch schon mal an mit der Papiermühle. Wo ist die? Da. Papiermühle Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Ein weiteres Lagerhaus, wo nur Papier eingelagert wird. Bis zu 16. Und wir setzen für euch schon mal eine rote Wohngebietsmauer mit hin. Dass ihr schon mal abgeteilt seid von dem ganzen Rest, der hier unten ist. Gut, Hanf wird verteilt an jeweiligen Papiermühlen. Alles okay, wir haben 4 Hanffarmen. Das müsste erstmal reichen, um alle zu versorgen. Zur Not müssen wir noch eine weitere bauen, aber so sieht es erstmal ganz gut aus. Hier unten ist ja noch jede Menge Platz. Das ist völlig okay. Und wir bekommen auch so langsam Holz, das von überall geholt wird. Ja, wird schwierig, genügend Holz herzustellen, aber das reicht schon. Dann werden wir später unsere Waffenschmieden benötigen. Und wir setzen Sperren hier vorne mit hin, sodass unser Inspektorenturm nicht ganz so weit läuft. So, 2 Waffenschmieden reichen erstmal. Hier stellen wir schon mal Gärten hin, weil die das sonst als nicht hübsch erachten. Uti, ausländischer Abgesandter trifft ein, Jang'an schenkt Seide. Oh, das geht jetzt aber früh los. Da baue ich extra ein Lagerhaus für hin. Das können wir später woanders hinstellen, völlig okay. Nichts annehmen bitte, außer Seide. Bis zu 16. Da ist Jang'an aber sehr, sehr spendabel und sehr, sehr nett. Freut mich richtig. Wir bekommen jetzt erstmal ganz viel Eisen, das ist gut. Und Kupfer habe ich auch schon gesehen, das heißt, wir können unsere Münzerei auch schon mal mit hinbauen und damit noch ein bisschen Geld farmen. Ein Inspektorenturm. Eine Münzerei. Und eine Straße nach Hause. Guti, die Leute ziehen los, wir bekommen Geld, alles ist gut. Dann brauchen wir jetzt den Palast. Als nächstes, wenn wir noch Arbeitskräfte haben. Jang'an schenkt Seide, Dankeschön.
Immerhin, dann haben wir jetzt die erste Seide bekommen, 8 Stück. Und wir müssen so langsam mit dem Handel beginnen, wie gesagt. Sonst sieht's schlecht aus. Wir können keine Töpferwaren verkaufen, das geht nicht. Wir können aber Papier- und Jadeschnitzerwerkstätten mit hinstellen. Wir können noch Salz abbauen und Salz verkaufen. Das Salz müsste im Prinzip von drüben kommen. Kriegen wir auch hin. Dann machen wir da noch eine Verbindung ran und dann geht das schon. War ja, glaube ich, auch eine der Aufgaben, ne? 10 Stahlbarren und 10 Salzkanister pro Jahr. Bevölkerung von 2500 und 5 Handelspartner haben, 2 haben wir bereits. Also läuft alles wunderbar. Das kriegen wir doch relativ schnell gelöst. Ich würde mir eher Sorgen machen, wenn es nicht so wäre. Na, zurück. Oh, dann werde ich gleich erstmal schön duschen. Und nochmal zur Bank gehen, wegen den Let's Plays und so. So, dann bitte einen Inspektorenturm mit hin. Eine Sperre oben. Wobei wir auch einfach die Straße abreißen können. Und eine Sperre unten. Und eine Verbindung zu den anderen Farmen. Gehen wir erstmal unten rum, dann können wir hier alles mit reinsetzen, das ist okay. Hier reißen wir nochmal alles ab, dankeschön. Und dann kommen die ersten Salzleute. 1, 2. Machen wir mal gleich 3. Dann ist soweit erstmal alles gesichert. Obwohl, warte mal, nimm die nochmal weg. 1, 2 ist doch besser. So, dann reißen wir das hier nämlich weg. Das auch. Setzen hier nochmal eine Straße. Okay. Und dann haben wir jetzt 0 Arbeiter nötig. Die Arbeitslosenquote muss wieder nach oben getrieben werden, dass wir eben auch noch die Brennöfen mit hinstellen können. Salz wird relativ lange durch die Stadt produziert, transportiert, wie auch immer. Das heißt, die anderen leben erstmal von anderen Dingen und wir verkaufen Salz an andere Städte. Jang'an kauft uns nichts ab. Nur Papier. Gut, dann bauen wir erstmal unsere Handelsposten soweit auf. Mit Jang'an und Kashgar. Gut, dass wir es uns mit Kashgar nie verscherzt haben. Das ist immer gut geblieben. Und soll es auch weiterhin bleiben. Ja, die Handelsposten müssen hier hin. Es tut mir leid. Jang'an. Kashgar. So, Kashgar verkaufen wir Salz. Hier wird bitte kein Salz reingebracht. Verweigern. Dann könnten wir geschnitzte Jade hier verkaufen und kaufen hier Jade ein. Dafür müssen wir unseren Leuten jetzt schon mal wieder was zu essen geben. Das heißt, ihr bekommt jetzt auch Nahrungsmittel und einen Hanfladen. Wobei ihr von Hanf nicht satt werdet, aber das ist nicht schlimm, das wird schon. Und wir können unsere Steuereintreiber bauen. Nummer 1 und Nummer 2. So, die werden dann mit Papier versorgt und alles ist gut. Hanf wird in Massen abgebaut. Das ist richtig schön, das zu sehen. Finde ich total toll. Macht ruhig so weiter. Und auch Hirse und Kohl und alles kommt in Massen. Es ist wunderschön. So, dann brauchen wir die Jadeschnitzerwerkstätten. Wo stelle ich die mit hin? Die könnten hier unten stehen. Hier passt eh kein anderes Gebäude mehr ran. Wir brauchen allerdings jetzt erstmal 36 Arbeitskräfte. Da warten wir drauf. Speichern. Nee, nicht laden. Abbrechen. Datei. Speichern unter LB05. Nö, machen wir mal LB03. Waren wir schon lange nicht mehr. Geschwindigkeit hochsetzen, warten, bis die Leute etwas zu essen haben und mehr werden. Geschwindigkeit wieder runtersetzen und erstmal Gärten verteilen. Na, passt doch. Gut, und ganz viele Leute ziehen jetzt in die Stadt.
sorgen dafür, dass wir ganz viele Arbeitslose bekommen und auch schon mal unseren Palast aufbauen können. Das ist eine schöne Sache. Da ist der Palast. Stellen wir den hin. Der hat nirgendwo Platz. Sieht ganz schön schlecht aus, doch. Hier kann er doch bestimmt zwischenstehen, oder? Ah, will er nicht. Okay. Da könnte er auch stehen, aber da hätte er keinen Schutz. Ja, dann muss er hier beim Verwaltungszentrum stehen, geht nicht anders. Herzlich willkommen, Herr Palast. Sehr gut, dann können wir schon mal unser weiteres Fort errichten. Einmal ein Infanteriefort. Setzen wir hier unten mit ran. Hervorragend. Wir haben schon wieder weitere Waffen, die wir dafür nutzen können. Die Münzprägereien sind dabei, ganz viele Münzen für uns fertig zu machen. Wir werden jetzt demnächst ein bisschen was verkaufen, brauchen jetzt erstmal unsere Jadeschnitzerwerkstätten. Frohes neues Jahr, wir feiern! 2000 Personen bevölkern jetzt gerade unsere Stadt. So, 3 Jadeschnitzerwerkstätten reicht. Zur Not können wir hier noch 2 Handelsposten mit hinsetzen und alles ist gut. Wie geht's eigentlich unseren Ahnen? Du fühlst dich vernachlässigt? Och Mensch, du Armer, hier hast du mal 6 Seide, bitteschön, dann bist du fröhlich. Wir speichern noch einmal. Schade um die Seide, die hätten wir schön verkaufen können, aber die werden wir sowieso einkaufen und verkaufen an Kaschka. Das heißt, Seide bitte einkaufen bis zu 8. Seide wieder verkaufen für mehr Geld. So, perfekt. Geschwindigkeit wieder hochsetzen. Lhasa beginnt Invasion. In 6 Monaten sind sie da. Shennong trifft ein. Das ist schön, aber den brauche ich eigentlich dann gar nicht. Oh, verdammt. In 6 Monaten ist es soweit. Gut, dass wir noch ein paar Leute ausbilden. Ausgerechnet Lhasa. Und Lhasa ist doch nicht gerade klein. Das ist eine riesen Armee, die da auf uns zustürmt. Da müssen wir tatsächlich unsere Stadtmauern erweitern. Eingestürztes Gebäude, wo das denn? Papiermühlen. Warum? Der scheint oben nicht lang zu laufen, der gute Junge.